In diesem Video wurde die gesamte Welt in eine verschneite Winterlandschaft verwandelt. Dabei sind nicht nur die Overworld, der Nether und das End, sondern auch alle Mobs eingefroren. Kann ich mich mit neuen Custom-Items durch den dichten Schnee kämpfen und den Enderdrachen besiegen? Los geht's und es ist richtig schön weiß hier um mich drumherum, aber auch nicht besonders weite Sicht. Aber erstmal, wie cool sieht dieser Schnee heute aus? Ich kann auch hier durchlaufen und einfach Spuren hinterlassen. Das feiere ich jetzt schon sehr, muss ich sagen. Aber heute ist nicht nur die Overworld eingefroren, sondern natürlich jede Dimension. Das heißt, heute wird es auch ein bisschen gefährlicher mit Sichtweite und auch mit Mobs. Da hinten ist ein Zombie, der aber gerade stirbt, wie es aussieht. Das finde ich sympathisch. Und ich finde auch diesen Baum sympathisch. Also hole ich mir direkt mal ein bisschen eingefrorenes Holz. Und selbst die Werkbank sieht eingefroren aus. Hier haben wir kalten Stein. Dann kümmere ich mich hier direkt mal um die Grundtools. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie mit dieser eingeschränkten Sichtweite ein Dorf oder sowas finden können. Ich brauche dringend was zu essen. Wir würden auch erstmal Tiere reichen, aber nicht unbedingt eine Spinne, sondern lieber Tiere, die Fleisch droppen. Aber wenn wir hier gerade so rumlaufen, hätte ich eigentlich auch Lust, direkt das erste Custom-Item für heute selber zu craften, nämlich einfach. Hier kommt aber erstmal die nächste Spinne. Und wie cool das auch aussieht, dass die Spinne einfach eingefroren ist. Es ist halt wirklich alles eingefroren einfach mal. Ein Skelett ist nicht gut. Ich habe keinen Bogen und kann mich auch sonst noch nicht so gut verteidigen. Was ist das hier? Wir haben hier eine Struktur, da habe ich direkt eine Truhe gesehen unten drin. Und einen eingefrorenen Zombie, den wir jetzt bekämpfen. Das sieht so cool aus mit dem Schnee einfach immer noch. Ich freue mich so darüber, obwohl das uns gar nichts bringt. Eine Wither-Rose bringt mir jetzt auch nicht unbedingt was, aber nehme ich lieber mal mit. Aber wenn es hier eine Wither-Rose gibt, dann habe ich ein bisschen Angst vor der Struktur, muss ich ehrlich sagen. Und Moment, ich habe Langsamkeit bekommen. Das heißt, es war gerade kein normales Skelett, sondern ein Eiswanderer. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Ich hätte aber wirklich gerne irgendwas zu essen, wenn es auch nur Zombie-Fleisch ist. Bitte drop mal. Perfekt. Dann kann ich schon mal ein bisschen was essen. Sehr lecker. Und so hole ich mir jetzt erstmal noch ein bisschen mehr ran, bis wir hier irgendwas Besseres auf nicht finden. Muss das erstmal reichen. Ich möchte aber zu dieser Struktur hin. Ich möchte unbedingt in die Truhe reinschauen. Da ist das Skelett. Wir sollten hier weg. Da ist ein Tintenfisch gewesen. Habe ich genau gesehen. Das heißt, hier gibt es noch Wasser drunter. Es ist zumindest nicht komplett bis zum Boden alles eingefroren. Ich fürchte aber, wir müssen die Struktur erstmal hinter uns lassen. Mit 3 Herzen gehe ich nämlich nicht zurück zum Eiswanderer. Aber wir können jetzt schon mal ein bisschen regenerieren wenigstens. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein Dorf oder sowas finden. Was ist das? Das sieht aus wie eine Rüstung von einem Skelett, was ich gerade sehen kann, obwohl ich es vielleicht nicht sehen können sollte. Aber auf jeden Fall laufe ich da ungern hin. Und da hinten sehe ich doch Rauch, oder? Das muss eigentlich ein Fichtendorf sein. Da laufen wir direkt mal rüber. Aber nicht zum Skelett. Oh mein Gott, das ist so gefährlich alles. Ich will doch einfach nur was zu essen finden und erstmal überleben. Das Problem ist halt, dass hier ein Tag eigentlich genauso ist wie eine Nacht von Mob-Spawns her. Und wir uns echt extrem schlecht bewegen können. Dazu natürlich auch noch die schlechte Sicht. Das heißt, ich sehe nicht, ob da was vor mir ist. Und hier ist auch noch überall Pulverschnee. Es ist so gefährlich heute einfach. Es sieht wunderschön aus, ist aber einfach tödlich. Und hier haben wir tatsächlich ein Dorf. Oh mein Gott, erstmal schön hier rein und hoffentlich Sicherheit finden. Hier ist auch ganz schön kalt drin in der Sicherheit. Und hier ist überall Schnee. Den machen wir schon mal schnell weg. Mal kurz hier durchfegen. Wunderschön. Und in der Truhe haben wir, oh mein Gott, Candy Canes. Die kann ich essen. Da kann ich direkt mal was Richtiges mit essen. Sehr, sehr cool. Dann erstmal schön regenerieren mit Candy Canes. Okay, die bringen jetzt auch nicht super viel, aber wir haben trotzdem erstmal genug. Das heißt, ich sollte voll regenerieren können. Mega nice. Und wir haben hier auf jeden Fall noch mehr Dörfer. Ich habe jetzt noch keine Dorfbewohner gesehen. Da ist ein Zombie. Hier ist ein Skelett. Ich hätte eigentlich lieber einen Golem für Eisen. Und da hinten ist sogar so ein kleiner Kranz über dem Haus, sehe ich gerade. Oh, die kämpfen jetzt gegeneinander. Sehr sympathisch. Wie die auf die Idee kamen, weiß ich nicht, aber ich finde es gut. Dann sind wir durch Süßigkeiten erstmal wieder voll regeneriert. Und ich schaue mich mal hier im Dorf um. Hier haben wir auch noch Candy Canes. Okay, davon sollten wir also relativ viele kriegen und Brote. Brote finde ich aber eigentlich noch besser. Hier steht auch dabei, wie viel die bringen und die Brote bringen auf jeden Fall mehr als die Candy Canes. Nehme ich trotzdem natürlich alles erstmal mit. Das Bett kann ich auch direkt mitnehmen. Dann haben wir noch mehr Candy Canes, noch mehr Brote und wir haben einen geschnitzten Kürbis mit einem Schneeblock. Okay, ich weiß noch nicht, ob uns das viel bringt. Aber wir können uns also theoretisch einen Schneegolem bauen. Und ich höre hier den Eisengolem sterben. Der steckt in Pulverschnee fest. Ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich brauche halt das Eisen. Deswegen, ja, mach mal weiter so. Finde ich sehr gut, was du da gerade tust. Ist aber wirklich heftig, wie viel es hier auch einfach schneit. Schneit es bei dir eigentlich auch gerade? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Bei mir selber schneit es gerade leider gar nicht. Und da ist er aber auch schon gestorben. Da haben wir unser Eisen also. Ich sollte vielleicht nicht einfach selber in den Pulverschnee reinspringen. Oh mein Gott, ich dachte gerade kurz, es wäre ein Zombie oder so. Aber du bist einfach ein Dorfbewohner, der komplett eingefroren ist. Sehr schön, schön so weitermachen und nicht in den Pulverschnee laufen. Na gut, ich rette dich, weil du so freundlich aussiehst. Aber bitte lauf nicht in den nächsten Pulverschnee direkt rein. Ich glaube, der stirbt gleich. Dann ist das auch nicht mehr unser Problem. Hier haben wir noch viel mehr Candy Canes. Oh mein Gott, sind hier wirklich viele überall. Feiere ich auf jeden Fall. Dann nehme ich mir mal ordentlich Candy Canes mit. Und sogar die Schweine sind hier eingefroren. Ich lasse die mal raus. Das ist keine artgerechte Haltung. Ihr dürft gerne in die Freiheit laufen. Ich weiß nicht, ob die artgerechter ist, die Freiheit. Aber tut, was ihr möchtet. Hier haben wir noch viel mehr Schneeblöcke. Schön alles looten erstmal. Und die Chance auch mal nutzen, um mal ein bisschen zu schlafen. Und dann haben wir eigentlich jetzt schon mehr als genug Essen.
Einfach zwei Stacks Zuckerstangen und noch einen Stack Brote dazu. Das ist mega nice. Und Moment mal, da hinten ist noch mehr Rauch. Haben wir da direkt noch ein Dorf? Ich laufe mal darüber. Wir müssen jetzt aber eigentlich auch langsam einen Lavasee suchen und auch noch einen Eisenmeer ranholen, um ein Schild zu craften. Ich habe mir jetzt bisher auch noch keinen Eimer gemacht. Vielleicht hätte ich mir den Schild direkt machen sollen, bevor wir loslaufen. Das ist nämlich super gefährlich hier alles. Erstmal kurz hier stehen bleiben, wo ich kann. Am besten nicht im Pulverschnee. Das meinte ich damit eigentlich nicht. Ich möchte hier nicht mit wenigen Herzen rumlaufen, solange wir so viel zu essen haben. Und ich muss zu diesem Dorf da hinten kommen. Holz habe ich leider keins dabei. Perfekt. Aber wir sind schon nah dran. Das mit dem Rauch ist schon sehr praktisch. Sonst könnte ich hier gar nichts sehen. Und da haben wir auch schon das erste Haus. Gut, dass hier direkt noch ein Dorf kommt. Das ist aber ein anderes Haus, oder? Pulverschnee, hinter mir ist noch ein Creeper. Ich muss ein bisschen aufpassen. Erstmal rein hier und die Tür zu. Und hier ist schön warm. Also sieht nicht besonders warm aus auf dem Boden. Aber wir haben hier zumindest Feuer. Da kann ich auch direkt mal ein bisschen Fleisch durchbraten eigentlich. In der Zwischenzeit gehe ich nach oben. Und wir haben hier noch eine Truhe. Oh mein Gott, das nächste Custom-Item. Eine süße Lanze, würde ich es mal übersetzen. Okay, ich weiß nicht, ob das cool ist, das Item. Aber wir haben es auf jeden Fall. Und Moment mal, das Ding hat 14 Angriffsschaden. Ist aber super langsam. Egal, das würde ich erstmal gegen mein Schwert austauschen. Dann essen wir nicht nur Zuckerstangen, sondern kämpfen ab jetzt auch mit Zuckerstangen. Das ist so weird einfach. Ich feiere das. Jetzt, wo wir das erste Custom-Item haben, möchte ich eigentlich gerne direkt das nächste Custom-Item bekommen. Und ich weiß, dass wir heute ein Custom-Item craften können. Also baue ich mal ein bisschen hier von dem Haus ab. Und dann crafte ich mir, so geht das, einen Schlitten. Passend zum Winter. Hier haben wir jetzt einfach einen Schlitten gecraftet. Den probieren wir natürlich jetzt gleich draußen aus. Und wenn dir das Ganze genauso gut gefällt wie mir, dann lass mir doch gerne jetzt ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde Schlitten fahren. Ich setze den mal nicht in den Pulverschnee. Moment, ich muss erstmal wieder hier rauskommen. Ich setze ihn mal hier so hin. Wie cool sieht das bitte aus? Ich habe einfach einen Schlitten. Und damit können wir jetzt wie mit einem Boot fahren, meine ich. Nur halt über Boden. Und dann halt auch ein bisschen schneller. Sollen wir mal hier runterfahren? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und Abfahrt! Oh, der nimmt, glaube ich, manchmal ganz schön gut Fahrt auf, wenn wir gerade nicht irgendwo festhängen. Und der fährt sogar ein bisschen bergauf. Moment, ich kann mit Blöcke hochfahren. Nur sind wir dann super langsam. Aber wenn ich jetzt mal hier so runterfahre, dann werden wir echt schneller, oder? Oh, wir werden beschossen. Weg hier. Abfahrt! Oh mein Gott. Gott, ist dieser Schlitten nice. Und ich glaube, wir können damit echt schnell werden, oder? Wenn wir nicht irgendwo gegenstoßen. Und vor allem können wir damit nicht so im Pulverschnee hängen bleiben. Das ist mega nice. Einfach Schlitten fahren in Minecraft. Nur bergauf ist es ein bisschen sehr langsam auch. Es ist zwar cool, dass wir bergauf fahren können, aber es ist dadurch auch ein bisschen gefährlich. Ja, passt schon. Ich würde sagen, wir steigen mal ab. Ich kann schneller laufen eigentlich. Und ich möchte die Lanze noch im Kampf ausprobieren. Mit zwei Schlägen töten wir damit einen Zombie. Und wenn wir critten, dann brauchen wir nur einen Schlag. Die ist super OP, diese Lanze. Die sieht nicht nur lecker aus, sondern die ist auch echt stark. Und ich bin komplett in Pulverschnee reingefallen. Perfekt, so viel dazu. Erstmal schön wieder hier raus. Und weg mit der Spinne. Diese Lanze ist so nice einfach mal. Ich feiere das. Ich laufe direkt mal ins nächste Gebäude rein. Und hier in der Truhe haben wir Schneeblöcke und noch mehr geschnitzte Kürbisse. Wir können uns auf jeden Fall Schneegolems machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das halt irgendwie brauche überhaupt. Aber ja, hier ist Toilette. Auch sehr schön. Und hier oben haben wir nur noch mehr Schnee, aber sonst nicht wirklich irgendwas. Und überall sind Skelette. Das ist so gefährlich. Ich brauche immer noch dringend ein Schild eigentlich. In diesem Haus crafte ich mir den jetzt auch einfach mal. In der Truhe haben wir noch mehr Essen. Und auch wenn ich noch nicht genug Eisen habe, um mir Schild und Eimer zu machen, brauchen wir jetzt dringend schon mal ein Schild. Das ist nämlich heute ein bisschen gefährlicher als sonst. Hallo, es ist Nacht. Das habe ich tatsächlich auch gar nicht gemerkt. Es ist einfach sowieso immer dunkel. Ja, dann schlafen wir natürlich gerne mal. Und Moment, das ist doch ein Bogner. Ich könnte mir jetzt direkt Pfeile kaufen. Ich hätte aber eigentlich lieber einen anderen Trade. Wo ist dein Tisch? Kannst du mir den mal bitte zeigen? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der läuft jetzt eher in Pulverschnee als zu seinem Tisch. Oh, hier sieht es gut aus. Hier ist so ein Schießstand mit einem Bognertisch. In der Truhe haben wir Pfeile und einen Bogen. Moment. Ein Stärke-1-Bogen einfach so? Wie nice ist das denn? Und Emeralds haben wir ja auch schon so. Eigentlich möchte ich jetzt nur noch ein paar Pfeile haben. Dann reicht mir auch der Trade, den er schon hatte. Komm, gib du mir mal ein paar Pfeile. Und dann haben wir einfach fast 2,5 Stacks Pfeile. Mega nice. Jetzt würde ich echt gerne hier in dem Dorf auch noch den Golem finden. Und dann hätten wir nämlich wirklich alles, was wir brauchen, um in den Nether zu kommen. Nur brauchen wir natürlich auch noch einen Lavasee und der ist nicht besonders leicht zu finden, wie alles hier. Und da hinten ist eine Burg oder sowas. Moment, wie cool sieht die denn aus? Direkt mal anklopfen und rein da. Klappt auf jeden Fall. Ich dachte kurz, ich sterbe vielleicht. Hallo, jemand zu Hause? Hier ist jemand zu Hause. Ein Golem, den brauche ich. Und in der Truhe haben wir super viele Obsidian. Moment, wir können einfach hier in den Nether. Wir brauchen keinen Lavasee. Aber wieso sind hier einfach 29 Obsidian einfach so in einer Truhe? Aber da beschwere ich mich natürlich nicht. Und wir haben jetzt auch noch ein Eisen mehr. Das heißt, ich könnte
könnt ihr mir sogar so schon den Eimer craften. Egal, gib du mir mal bitte dein Eisen. Perfekt, mit der Lanze geht das dann auch echt schnell. Und dann crafte ich mir jetzt direkt mal nicht noch ein Schild, sondern den Eimer. Perfekt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, brauchen wir den Eimer gar nicht unbedingt direkt jetzt. Ich bräuchte eher ein Feuerzeug, denn ohne Lava und ohne Feuerzeug wird es schwer, irgendwas anzuzünden. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Dorfbewohner, einen Kuchen. Den esse ich direkt mal weg, ist jetzt meiner. Und hier haben wir noch Dorfbewohner mit Truhen, mit noch mehr Candy Cane und noch einer Candy Lands. Und ich sehe gerade erstens, dass die Plünderung hat, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Und die hat eine Essensanzeige. Ich meine, ich habe jetzt gerade keinen Hunger, aber könnte ich die auch einfach so essen oder wie sieht das aus? Hier sind noch Brote und Fleisch, finde ich auch gut. Und hier haben wir eine Schallplatte, eine Carol-Schallplatte. Okay, vielleicht können wir die heute auch noch ausprobieren. Langsam ist aber auch schon längst mein Inventar sehr voll. Und ich möchte diese Candy Lands auch noch mitnehmen. Wenn wir die nämlich essen können, brauche ich da vielleicht noch mehr als eine von. Hier können wir auch noch hochklettern. Und hier gibt es auch noch eine Truhe mit einem Dia drin. Was machen wir mit einem Dia? Vielleicht wirklich einfach nur den Schallplattenspieler, um die Platte zu hören? Wäre eigentlich ziemlich nice. Und hier sind super viele Pfeile drin. Hätte ich vielleicht doch nicht so viele traden müssen, aber egal. Jetzt haben wir es schon gemacht. Und hier ist ein Feuerstein. Moment, ich kann mir einfach ein Feuerzeug craften. Mega nice. Dann schlage ich vor, bauen wir uns jetzt hier in die Ecke unser Portal auf. Und dann schauen wir uns jetzt gleich den gefrorenen Nether einfach mal an. Ich habe einfach 29 Obsidian. Wir können uns sogar direkt ein Rückportal damit bauen einfach. Portal steht. Dann direkt mal anzünden. Und das ist einfach blau. Und wir gehen rein in den gefrorenen Nether. Hallo Nether. Und es ist verdammt kalt hier und irgendwie heiß gleichzeitig. Richtig komisches Gefühl. Ich habe kein Goldrüstungsteil, merke ich gerade. Und auch generell überhaupt kein Rüstungsteil. Ich merke mir mal die Koordinaten, aber andererseits können wir uns auch jederzeit ein Rückportal bauen. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen mit den Kollegen, die mich halt jetzt nicht mögen, weil ich kein Goldrüstungsteil trage. Aber ich habe den ersten schon mal getötet. Und lass mich in Ruhe! Hier sind verdammt viele. Ich will doch einfach nur Gold irgendwo haben. Hier ist Gold. Das sieht so cool aus, aber so komisch auch einfach. Ich feiere diesen Nether jetzt schon. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch so erwartet. Dann erstmal schön weiter Gold sammeln. Damit können wir uns jetzt direkt sogar einfach mal einen Goldhelm craften. Perfekt. Hält jetzt nicht besonders warm, aber hält die Picklins fern. Das reicht fürs Erste. Dann machen wir uns jetzt aber mal auf in den Westen eine Festung suchen. Am liebsten ohne, dass mir überall Hoglins hinterherlaufen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, sind hier viele. Ich sehe die kaum, weil die so hell sind. Weil einfach alles hier im Nether auch eingefroren ist, sehe ich die irgendwie nicht so direkt auf dem Boden. Okay, wir laufen einfach weg, schlage ich vor. Und ich habe auch Hunger. Ich kann jetzt mal meine Lanze essen. Das fühlt sich komisch an. Ich esse einfach gerade mein Schwert sozusagen auf. Das ist lecker, aber auch richtig weird und bringt gar nicht mal so viel. Moment, hier haben wir direkt Dwarf Forest einfach. Jetzt schon. Mega nice. Und da ist ein eingefrorener Enderman. Okay, Moment. Ich kann mir zwar jetzt kein Boot mehr craften, aber wir haben ja den Schlitten und der ist bisher eigentlich wie ein Boot gewesen. Ich probiere es jetzt natürlich aus, aber ich gehe auch einfach mal davon aus, dass wir in den Schlitten auch Enderman rein setzen können. Ich fahre mal mit dem Schlitten hier runter. Mit dem Schlitten durch den Nether fahren. Fühlt sich auch gar nicht irgendwie falsch an oder so. Wie krass sehen diese Farben aus. Ich feiere den eingefrorenen Nether. Richtig nice irgendwie. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal mit dem Schlitten aus und es klappt. Und dann legen wir los und gehen rauf auf die Enderperlen. Dann haben wir 13 Enderperlen. Das geht natürlich mit Looting auch noch extrem gut. Ich hätte aber auch gerne direkt noch die 14. bitte. Perfekt. Dann haben wir alles, was wir aus dem Warp Forest brauchen. Sogar die 15, da habe ich jetzt bekommen. Dann laufen wir jetzt mal raus aus dem Warp Forest und suchen weiter die Festung. Da hinten kommt wohl schon wieder ein Warp Forest. Und Moment, da sehe ich doch eine Festung, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. Schön einmal mit Schnee über den Lavasee drüber gebaut. Und da steht auch schon ein Wither-Skelett. Ich kann es kaum von dem normalen unterscheiden. Ich habe es eigentlich gerade nur wegen der Waffe gemerkt. Und da hinten haben wir eine eingefrorene Blaze auch schon stehen. Ich merke aber auch gerade, ich wollte gerade eigentlich nur blocken. Blocken ist nicht unbedingt so praktisch mit dieser Lanze der Hand, wenn man Hunger hat. Aber ist okay, wir gehen rauf auf die Festung und dann mit Looting rauf auf die Blazes. Da sind direkt die ersten zwei Blaze Rods rausgekommen aus dieser Blaze. Perfekt. Da machen wir genauso weiter. Und ich wollte blocken, habe aus Versehen gegessen, aber ist alles nochmal gut gegangen. Und wir haben jetzt schon 6 Blaze Rods. Das reicht ja eigentlich theoretisch schon, aber ich möchte natürlich wieder die 7. mindestens haben. Also drop du mal bitte. Dankeschön. Damit haben wir 7 Blaze Rods und können eigentlich schon wieder runter von der Festung. Mit Plünderung geht das halt wirklich so schnell einfach mal. Und auch wenn mir dieser gefrorene Nether so gut gefällt, würde ich dann trotzdem sagen, verlassen wir den jetzt für heute. Ich feiere aber auch dieses eingefrorene Netherrack. Es sieht so cool aus, wirklich. Dann wieder schön an unsere Schneebrücke ran und zurück zum Portal. Ich meine, wir haben genug Obsidian und können uns auch ein Rückportal bauen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Overworld weniger gefährlich ist. Und so kommen wir direkt an einem gesicherten Ort wieder raus.
Oh mein Gott, hat mich der Hockling gerade erschreckt. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin einfach fast down. Ich sehe die Dinger wirklich nicht, weil die genauso aussehen wie der Boden einfach mal. Kurz mal hier regenerieren erstmal. Das ist so gefährlich heute wirklich. Okay, Vollgehalt gehen wir wieder weiter. Und dann müsste hier hinten langsam schon unser Portal kommen. Hier ist es. Ein bisschen weiter rechts, alles klar. Und dann gehen wir raus aus dem Nether für heute. Zurück in die verschneite Overworld. Es sieht alles einfach so kalt aus. Egal, ob wir in den Nether gehen, in der Overworld sind oder halt auch ins End gehen nachher. Dafür crafte ich mir jetzt direkt auch schon mal 8 Enderaugen. Und wir schauen draußen mal, in welche Richtung wir müssen. Das Enderauge fliegt genau in die Burg rein. Droppt. Okay, ich muss irgendwie wieder einsammeln. Hier oben liegt's. Perfekt. Dann schlafe ich noch mal eine Runde. Und dann fahren wir mit dem Schlitten los in Richtung Stronghold. Schneller. Hier ist ganz schön tiefer Schnee leider überall. Aber wir kommen langsam mit Fahrt. Und hier scheint es ganz schön steil runter zu gehen. Also fahren wir direkt mal mit dem Schlitten runter. Ich meine, ich sehe eh nicht, wo ich lande. Also passt bestimmt schon irgendwie. Und hier kommen wir tatsächlich jetzt in Fahrt. Dann fahren wir los in Richtung Stronghold. Dann wird es Zeit für das nächste Enderauge. Es fliegt immer noch weiter geradeaus. Das nächste fliegt ein bisschen weiter links. Und hier fliegt es noch weiter nach links. Das heißt, hier muss der Stronghold eigentlich jetzt schon sein. Geh du mal bitte weg. Und dann schlage ich vor, graben wir uns einfach mal hier so runter. Und ich feiere immer noch, wie kalt dieser Stein auch einfach aussieht. Die Spitzhacke ist kaputt. Habe ich überhaupt Holz dabei? Ich habe gerade so Holz dabei tatsächlich. Dann mache ich mir jetzt direkt auch mal eine Eisenspitzhacke. Und dann kommen wir von gefrorenem Stein langsam in gefrorene Deep Slate. Und warte mal, hier ist der Stronghold. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Habe ich, glaube ich, gerade fast dran vorbeigegraben. Aber wir sind drin im Stronghold. Und ich merke gerade erst, dass ich immer noch keinen Wassereimer habe, weil ich mir einfach kein Wasser mitgenommen habe. Die Hose möchte ich gerne anziehen. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen Eisen. Schadet erstmal auch nicht. Und hier finden wir doch bestimmt auch noch einen irgendwo, wo ich meinen Eimer auffüllen kann. Erstmal ein paar gefrorene Creeper. Oh, und hier haben wir den Portalraum. Eigentlich suche ich ja gerade noch einen Brunnen, weil ich halt noch kein Wasser habe. Aber das ist natürlich trotzdem sehr nice. Wir haben kein Enderauge drin, aber auch der Rahmen sieht extrem kalt aus. Gut, dass wir genügend Zucker dabei haben, um es hier schön warm zu halten. Ich schaue mal kurz hier in die Höhle rein. Was haben wir denn hier noch? Okay, hier sieht es eher warm aus, als dass ich hier Wasser finden könnte. Und das sieht so cool aus, das Deep Slate. Das sieht ein bisschen aus wie Prismarin, finde ich. Ich fühle mich so wie in einem Ozeanmonument gerade. Und Moment, ich habe doch Eis dabei. Dann machen wir uns doch hier direkt mal ein bisschen Wasser hin. Sehr gut. Dazu noch 4 weitere Enderaugen und ich aktiviere das Portal. Nice! Und dann brauche ich jetzt aber noch ein bisschen Holz, damit wir die Schallplatte noch hören können. Also mal schnell hier noch ein bisschen was abbauen. Damit steht der Plattenspieler. Und dann haben wir alles, was wir für den Endfight brauchen. Ich hoffe, es wird nicht zu kalt im End. Die Schallplatte hören wir dann gleich im Endfight. Ich habe immer noch meine Lanze, die nicht nur lecker ist, sondern auch echt viel Schaden macht. Und dann gehen wir so ausgerüstet rein in den Endfight. Hallo End! Und es schneit einfach. Oh mein Gott, wie cool sieht dieses End einfach aus. Es schneit komplett und ich kann noch nicht mal viel sehen. Und trotzdem finde ich es jetzt schon nice. Dann fahren wir doch direkt mal mit dem Schlitten hier rum. Ich meine, wer will nicht gerne mal mit dem Schlitten durchs End fahren? Ich hätte mir das nur ein bisschen schneller vorgestellt, um ehrlich zu sein. Da haben wir das eingefrorene Feuer und da haben wir den eingefrorenen Enderdrachen. Ich steig mal lieber ab. Ich glaube, das wird ein bisschen zu gefährlich hier sonst. Lass du mich mal in Ruhe. Dann setze ich jetzt hier den Plattenspieler hin, mitten in den tiefen Schnee. Und wir hören uns schön einmal diese Musik hier an. Okay, sehr episch auf jeden Fall. Und dann gehen wir rauf auf die Endcrystals. Dann haben wir, glaube ich, alle. Ich gehe direkt mal wieder hier runter. Und es ist wirklich extrem schwer, bei diesem Schnee hier mit dem schwarzen Hintergrund anständig zu zielen. Aber wir gehen jetzt direkt mal rauf auf den Enderdrachen, wenn ich ihn treffen würde. Und zwar super selten, weil hier echt viel Schnee liegt. Aber hier ist auch ein Enderman gespawnt, der gerade seine Spur zieht. Das sieht so cool aus, einfach wie er hier durchläuft. Der Drache kommt in die Mitte. Der Eisdrache, sollte ich ihn heute eigentlich eher nennen. Wir gehen direkt rein da und rauf auf den Kopf. Beziehungsweise auf den Hals wenigstens. Und da konnten wir ihm doch schon echt ganz gut Schaden machen. Er kommt wieder in die Mitte. Hier gehen wieder rein da. Er hat auch nur noch weniger als die Hälfte seiner Leben. Oh mein Gott, aber er will mich töten. Nicht mich töten, bitte. Kann ich echt den Schnee einfach wegspülen? Ja, kann ich. Ist ja auch ganz normaler Schnee. Weiß bleibt hier trotzdem, aber ein bisschen ebenere Fläche dann. Und mit der Lanze können wir halt im Nahkampf auch echt gut Schaden machen. Deswegen hat er jetzt schon einfach kaum noch Leben übrig. Da kommt er wahrscheinlich ein letztes Mal in die Mitte. Und damit ist der Eisdrache down. Nice! Der Enderdrache implodiert mitten im Schnee im End. Nice! Oh mein Gott, ist das ein Unwetter hier einfach, wie dick dieser Schnee hier drauf liegt. Ich feiere das. Ich sammle mir aber natürlich erstmal meine Level jetzt ein. Dann hätte ich gerne noch in diesem Schneegestöber das Drachenei. Meins. Nice! Und dann haben wir es geschafft, haben mit einem Schlitten im zugeschneiten End den Enderdrachen besiegt und so Minecraft durchgespielt. Nice!